Hallo und willkommen bei SideDeck Gaming. Und ja, bevor wir zur heutigen Folge kommen, möchte ich mich bedanken bei meinen 100 Abonnenten, die wir vor ein paar Tagen hier erreicht haben, auf meinem kleinen Mini-YouTube-Kanal. Und da es hauptsächlich auf meinem Kanal Rainbow Six Siege Videos gibt, habe ich mir gedacht, ja, ich suche euch hier mal eine schöne Folge aus, bei der man sehen kann, wie sich Rainbow Six Siege taktisch sehr gut spielen lässt, aber auch was es zu für abgefahrene Situationen kommen kann. Gerade die erste Runde ist aus taktischer Sicht eine richtig geniale Runde geworden und man kann sehen, dass man mit Montagne hier sehr schön den Bombenplatz absichern kann, hier schön den Entschärfer platzieren kann und den Raum zumachen kann, also richtig gut gelaufen. Was ihr dabei auch noch sehen könnt, ist, wie wichtig es ist, Markierungen zu geben für eure Teammates, gerade wenn diese jetzt nicht im Party-Chat sind oder so. Dann könnt ihr da wirklich wichtige Informationen liefern, so wie es Montagne gemacht hat. Der hat mir gesagt, wo ich soll hier die Wände aufmachen, wo sind die Gegner und so weiter. Also das hat er richtig gut gemacht und drum, ja, war das auch ein wichtiger Punkt, um die Runde zu holen. Die zweite Runde war dann zwar ganz okay und wir haben sie uns auch geholt, aber da ging es schon los hier mit dem Teamkilling. Und ja, das ist ein Punkt, was man auf jeden Fall bei Locker des Öfteren sieht und ja, auch mittlerweile zu Rainbow dazugehört. Und hat dann in der dritten Runde ihren Höhepunkt erreicht. Und somit ging dann auch zu Beginn der dritten Runde sofort das Gemetzel und Teamkilling los. So, dass nur noch zwei von unserem Team am Schluss übrig blieben. Und damit kommen wir dann auch schon zum nächsten interessanten Punkt, was euch bei Rainbow Six Siege alles passieren kann. Denn auch mit etwas Glück kann man hier auch die Runden holen. Und so haben wir das dann auch zu zweit noch am Schluss hinbekommen hier gegen die fünf Gegner. Und mit etwas Glück und im Rush-Modus sozusagen noch die Runde geholt. Somit viel Spaß euch jetzt erstmal beim Zuschauen der Runde und vielen Dank nochmals an alle Abonnenten und bis zur nächsten Runde. Ich bin raus, euer SideDeck und ciao. Macht auch Action hier. Okay, da ist frei. Wir sind schon reingegangen. Komm mit. Ach, die schau bloß, wo sie sind. Ich laufe Montagne hinterher. Bombe. Warte mal, Bombe A, B ist total frei. Ah, wir sind bei A. Komm rein, Ronzo. Jawohl. Ja, Montagne macht es gut, komm mit uns. Komm rein zu uns. Der lässt dich rein. Alter, der ist cool, der Typ. Jawohl, hab ihn. Ja, geil. Das ist echt cool. Coole Aktion, ey. Der ist echt cool, der Yves-Duck. Jawohl. Ich hab's alle weggemacht. Das ist so geil. Und der? Der hat das echt geil gemacht, ey, Montagne. Dann da und da sind zwei von der Treppe oben kommen. Und vorher auch. Ja, das hat echt cool funktioniert. Der hat immer gesagt, wo ich aufmachen soll, da unten. Habe ich hier mit dem Ding aufgemacht. Dann ist er weitergelaufen, ich bin ihm hinterher. Dann ist er da rein. Dann stellt er sich da hin. Nicht schlecht, ja. Aber wahrscheinlich ist halt jetzt die Frage, weil der Yves-Duck. Wie heißt denn überhaupt? Und das war Mexiko. Alter, ich. Die verstehen sie nicht. Verstehen sie nicht. Das ist die Frage, wer ihr West Winner gemacht hier. Ich soll warten, bis er die Dinger hin. Nein, das kommt. Dann haben sie sich wieder weg. Ja. Alter! Was? Der Wichser. Das ist ja Mexiko, der macht alle weg oder was? Ja, kommt im Valley jetzt raus. Banane. Achtung, ein komm, wähle da raus. Hast du deine Stimme schon abgeben? Nee, warte. Jetzt es bleiben 5 Sekunden. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Geht nur einer, oder? Komm, es gibt's ja nicht, ohne Witz.
Da kriege ich jetzt echt einen Anfall, ne? Gibst du dir jetzt auch schon? So, der bloß nie geknallt, oder was? Ja, bloß nicht. Ja, dann mach ne weg, hä? Ja, das ist ja nicht, ey. Wo ist er denn? Auf der hinten, auf der anderen Seite. Ja, dann werden sie die ja gleich wegmachen. Ja, eben. Das ist halt das. Schreibe jetzt eine schöne Nachricht in die Xer, Mr. Mexican. Ein Gegner übrig. Jetzt machen wir weg, komm. Mexican? Das ist der letzte Gegner, ja. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Wurde das jetzt? Ja, ja, zwei Stück, ja. Hey, ohne Witz, ich steig jetzt gleich aus dem Scheißgame. Jetzt wollt man den wieder raus hier. Komm, den Mexican. Das geht erst im Spiel, das geht hier draußen gar nicht. Wenn ich im Spiel gestartet habe oder was? Ich wünsche die Haut dem IFA-Dings und dem Sir Mexican weg. Dann noch bloß die zwei. Haben wir alle weg, oder? Nimm du auch. Nimm du an, ich nehme an. Er hat einen Shotgun. Den Peterson, dem Lommer stehe. Esszimmer sind. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Also wen lassen wir stehen? Peterson. Peterson, lassen wir stehen, ja. Noch 10 Sekunden. Peterson ist der Chakal. 5 Sekunden. Und ich bin der Bug. Entschärfer ist jetzt gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Nach anderen aus. Ja, was machst denn du, hä? Nachladen! Ah, oh, echt, ey. Ich steig jetzt zu Hause. Ich kann mich jetzt Arsch lecken. Es ist nur übrig geblieben, nur Peterson und ich. Geil. Voll. Wen hast du es weggemacht? Ja, dem IF Dingsbumster. Ja, ich hab den anderen weggemacht. Da waren nur noch zwei. Magst du noch eine machen oder was ist? Ja, wegen mir können wir schon noch eine machen. Das kotzt mir gerade voll an. Steige aus. Den Idioten brauchen wir doch gar nicht spielen.
Gegner verbleibt. Ja, jetzt gewinnen wir es noch. Das ist fett. Was ja, was? Ich bin draußen. Oh Mann, jetzt haben wir zu zweit, haben wir sie weggerusht, ey. Geile Aktion. Oh Mann, was war das wieder für eine Bananenrunde, ey. Ja, der Fall von LOL. Aber besonders. So geil. Oh Mann.